Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mit euch gemeinsam einmal ansehen, wie man eine raumbasierte Standorterkennung mithilfe von ESP Home für Home Assistant umsetzen kann. Standorterkennung, also ein Device-Tracker, werden wohl die meisten von euch schon im Einsatz haben. In den meisten Fällen wird dafür wohl auf WLAN gesetzt, was ich so auf dem Discord mitbekomme. Heißt, es wird einfach analysiert, befindet sich mein Handy gerade in meinem WLAN, dann bin ich zu Hause, ansonsten bin ich eben unterwegs. Oder der ein oder andere nutzt vielleicht auch sein GPS, um auf Zonen basiert den Standort zu bestimmen. Und das nutze ich eigentlich überwiegend, also ich setze gar nicht auf WLAN, sondern eigentlich zu 100% auf meinen GPS-Standort und kann darüber dann sagen, bin ich gerade in der Firma, bin ich gerade einkaufen oder bin ich zu Hause oder was auch immer ich für Zonen eingerichtet habe im Home Assistant. Aber es geht eben noch genauer und das eben über ESP Home mit einem ESP32, denn damit bin ich in der Lage, zu sagen, befindet sich mein Handy gerade im Büro, bin ich gerade im Wohnzimmer oder in welchem Raum auch immer. Die einzige Voraussetzung dafür ist, ich brauche in jedem Zimmer, welches ich tracken möchte, einen ESP. Und zwar in dem Fall wirklich einen ESP32, denn der ESP32 hat eben Bluetooth on board und ermöglicht uns somit, auf Bluetooth Low Energy Basis Geräte zu tracken und darüber eben zu ermitteln, befindet sich das entsprechende Gerät gerade im Empfangsbereich oder eben nicht. Und darauf basierend kann ich halt sagen, mein Handy befindet sich gerade im Büro, im Arbeitszimmer oder in welchem Raum auch immer. Es lassen sich damit natürlich nicht nur Handys tracken, sondern es gibt ja zum Beispiel auch diese iBeacons, also solche fertigen Chips, wie man auch die RFID-Tags kennt. Und auch diese lassen sich mit diesem Verfahren tracken. In meinem Fall jetzt für dieses Video nutze ich aber mein Smartphone und nutze eine App darauf, um diesen iBeacon zu simulieren. Ich habe ein Android-Phone, also wie sich das bei einem iPhone verhält, kann ich nicht genau sagen. Es kann sein, dass bei Apple die iPhones diese Tags automatisch schon übermitteln. Vielleicht braucht ihr auch eine eigene App, wie gesagt, kann ich bei Apple nichts zu sagen. Wenn einer von euch dazu mehr weiß, lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich pinne dann einen entsprechenden Beitrag gerne an. Aber in diesem Video kann ich euch leider nur zeigen, wie das Ganze mit einem Android-Telefon funktioniert. Dabei setze ich auf die App Beacon Simulator. Ich blende euch hier mal mein Handy jetzt ein. Auf dem Dashboard seht ihr jetzt schon den Beacon Simulator. Ich starte den jetzt einfach mal. Und hier seht ihr jetzt, habe ich eine ganz simple Oberfläche, mit der ich eben solche iBeacons simulieren kann. Ihr seht jetzt hier, der Name meines Beacons ist HA Presents DS und darunter befindet sich eine UUID, also eine eindeutige Identifikationsnummer. Und diese Identifikationsnummer wird über Bluetooth Low Energy jetzt konsequent von meinem Smartphone aus gesendet. Und sobald ich im Empfangsbereich des entsprechenden ESPs bin, merkt der, guck mal, die ID kenne ich und setzt somit dann entsprechend das Gerät auf anwesend und darauf kann ich im Home Assistant entsprechend reagieren und weiß, in welchem Zimmer ich mich gerade befinde. Wenn wir uns jetzt mal hier die Konfiguration ansehen, dann sehen wir auch unten Transmission Power und darüber könnt ihr die Sendeleistung, also wie stark das Signal ausgestrahlt werden soll von unserem Smartphone, einstellen. Heißt, darüber regeln wir die Reichweite. Und ja, darüber kann man so ein bisschen nachjustieren, wie groß sind die Zimmer, wie weit sind die ESPs auseinander. Also wenn die ESPs jetzt 20 Meter jeweils auseinander sind, dann kann ich hier die Sendeleistung natürlich auch entsprechend ein bisschen hochregeln. Und wenn die ESPs näher zusammen sind, sollte ich auch mit der Sendeleistung runtergehen. Da muss man immer so ein bisschen mal experimentieren, wo ist der beste Standort für den ESP, am besten immer außen von den Zimmern, damit man sich eben nicht in die Quere kommt, wenn man gerade irgendwo so im Raumübergang ist. Weil man möchte eben vermeiden, dass ich von mehreren ESPs im Haus gleichzeitig erfasst werde. Ja, und viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht so zu sagen. Man klickt hier also einfach auf Plus, dann kann man hier entsprechend auswählen, was für eine Art von Beacon man simulieren möchte. In unserem Fall wäre das ein iBeacon. Dann seht ihr, oben wird automatisch schon diese UUID generiert und wir müssen nur noch einen Namen eingeben und sind eigentlich schon startklar. Wie gesagt, hier unten haben wir jetzt die Möglichkeit, unterschiedliche Sendeleistungen auszuwählen. Und ja, dann müssen wir eigentlich nur noch darauf achten, dass hier oben dieser Haken auch wirklich aktiviert ist.
Und sobald dieser Beacon in der App aktiv ist, sendet unser Smartphone seine Beacon-ID und die ESPs erledigen dann den Rest. Ja, ich glaube, mehr muss ich zum iBeacon selber oder zum Simulieren dieses iBeacons erstmal gar nicht mehr sagen. Insofern schauen wir uns jetzt mal an, was wir mit dem ESP anstellen müssen, beziehungsweise wie unser ESP Homecode jetzt aussehen muss, um eben unser simulierten iBeacon auch zu tracken. Wir verwenden dazu die ESP32 Bluetooth Low Energy Tracker Hub Integration von ESP Home und um diesen Tracker zu aktivieren, reicht prinzipiell eine Zeile und zwar ESP32-BLE-Tracker Doppelpunkt. Dieser eine Eintrag reicht, um eben unseren Bluetooth Low Energy Tracker zu aktivieren. Wer das Verhalten dieses Trackers aber noch genauer definieren möchte, kann dies mit dem Parameter ScanParameters tun. Bei ScanParameters handelt es sich um eine Liste von Attributen, also eine Map. Und anhand dieser Unterattribute lässt sich eben das Scanverhalten unseres ESPs noch einmal genauer beeinflussen. Und zwar haben wir da einmal den Unterparameter Intervall. Mit Intervall bestimmt man die Zeit, die der ESP jeweils in einem der drei BLE-Kanäle verbringt, bevor er zum nächsten wechselt. Der Standard hierbei sind 320 Millisekunden. Der nächste Unterparameter ist Window. Window gibt die Zeitspanne an, in der der ESP während eines Scan-Intervalls auf Pakete eines Channels lauscht. Umso näher sich diese Zeitangabe am Intervall befindet, umso mehr Zeit hält der ESP Ausschau nach neuen Paketen. Aber natürlich im Umkehrschluss umso mehr Strom benötigt er auch dafür. Heißt, bei batteriebetriebenen Geräten sollte man diesen Wert möglichst gering halten. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich egal. Der Standard liegt bei 30 Millisekunden. Dann gibt es noch das Attribut Duration. Mit Duration wird die Dauer eines vollständigen Scans angegeben. Das dient eigentlich nur dem Debugging. Insofern gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Der Standard hierbei liegt aber bei 5 Minuten. Als letzten Parameter haben wir noch den Parameter Active. Und mit Active geben wir an, ob unser ESP, sobald er ein Paket empfangen hat, noch eine aktive Scan-Anfrage senden soll oder eben nicht. In unserem Fall würde ich behaupten, können wir darauf verzichten. Bei mir funktioniert es auf jeden Fall, wenn ich das deaktiviere. Aber bei einigen Geräten ist es auf jeden Fall notwendig, das zu aktivieren, um auch wirklich alle Informationen von diesem Gerät per Bluetooth zu erhalten. Der Standard ist Default True, also im Standard ist diese Funktion sowieso aktiviert. Abschließend haben wir dann noch wie immer die ID, aber im heutigen Beispiel interessiert uns diese erstmal nicht. Nachdem der Bluetooth Low Energy Tracker jetzt definiert wurde, scannt der ESP zwar schon, aber die empfangenen Daten werden so erstmal noch nicht weiter verarbeitet. Das heißt, sie würden zwar im Log auftauchen, aber wir können sie in keiner Weise so richtig auswerten. Wenn wir nun in unserem Fall eine Presence Detection, also eine Anwesenheitserkennung, einrichten möchten, benötigen wir dazu noch einen Binärsensor, der uns anhand seines Status, also on oder off, mitteilt, ob das gewünschte Gerät sich aktuell in Reichweite befindet oder eben nicht. Dazu verwenden wir nun einen Binary-Sensor der Plattform BLE Presence. Das sähe dann in etwa so aus und hier haben wir jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, unser Gerät zu identifizieren. Denn unser Binary-Sensor soll uns ja eben mitteilen, ob ein konkretes Gerät gerade über Bluetooth Low Energy erreichbar ist. Also muss er dieses halt auch eindeutig identifizieren können. Und dazu steht uns zur Verfügung entweder die MAC-Adresse, die Service-UUID oder die iBeacon-UUID. In unserem Beispiel nutzen wir jetzt die iBeacon-UUID. Das heißt, unser Binary-Sensor benötigt jetzt zum einen noch eins dieser drei Identifikationsmerkmale und zusätzlich noch einen Namen. Und dann ist unser Binary-Sensor auch schon einsatzbereit. In unserem Fall erhalten wir die UUID von unserem iBeacon ja schon aus der App.
Sollte euch aber die MAC-Adresse nicht bekannt sein oder die UUID nicht vorliegen, weil ihr zum Beispiel einen Hardware-iBeacon verwendet oder ähnliches oder die App euch die ID einfach nicht mitteilt, dann habt ihr aber immer noch die Möglichkeit, diese zu ermitteln, und zwar könnt ihr das Log-Level von eurem ESP auf Very Verbose setzen. Das sähe dann in etwa so aus, das heißt, diesen Eintrag müsstet ihr in eurem ESP-Code einfügen und dann wäre das Log so ausführlich, dass er euch einfach alles ausspuckt, was er gerade empfängt, und dann ja, ist es einfach eine reine Fleißarbeit, da den richtigen Code entsprechend aus diesem Log auszulesen. Wie das aussehen kann, das habe ich schon mal im Video zum Xiaomi Flower Care gezeigt. Das verlinke ich euch auf jeden Fall mal oben in der Infobox. Könnt ihr euch sonst gerne mal angucken, wenn ihr jetzt gerade nicht genau wisst, wie das zu tun ist. Aber da ich mich jetzt gerade ja auf die App beziehe mit dem Beacon Simulator, kennen wir unsere UUID und können diese also aus der App einfach in unseren Code übernehmen. Das heißt, wir hätten einfach unseren Standardeintrag, wo erstmal ESP Home, Name, Plattform und Board angegeben wird. In dem Fall wäre es dann Plattform ESP32 und als Board ESP Rover Kit oder je nachdem, wenn ihr ein anderes ESP32 Board habt, eben entsprechend das für euch passende. Dann haben wir den Eintrag Logger, API und OTA. Optional bei API und OTA natürlich gerne mit Passwort. Dann müssen wir noch das WLAN konfigurieren, damit auch die Verbindung zum Home Assistant funktionieren kann. Ja, und dann sind wir auch schon beim ESP32 BLE Tracker angekommen. Wer möchte, kann hier wie gesagt Scan-Parameter angeben. Diese sind aber keine Pflicht. Nur damit ihr es mal gesehen habt, kann man einfach ein bisschen mit rumspielen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Erkennung zu träge arbeitet, dass er zu lange braucht, wie auch immer, spielt einfach mal ein bisschen mit Intervall und Window rum. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon mit dem Eintrag des Binary-Sensors losgehen. Da haben wir also dann Binary-Sensor, Plattform BLE Presence und in unserem Fall eben iBeacon-UUID, dahinter dann die eindeutige ID, die unsere App dann sendet. Und einen entsprechenden Namen, unter dem unser Binary-Sensor dann im Home Assistant auftauchen soll. Und wenn wir diese Einträge nun im ESP Home vorgenommen haben, dann müssen wir das Ganze nur noch auf unseren ESP flashen. Wie das geht, habe ich euch ja auch schon in der ESP Home Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP Home gezeigt. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, schaut gerne mal oben in die Infobox. Da verlinke ich euch mal die ganze Tutorial-Serie, in der ich auch nochmal Schritt für Schritt alles Wissenswerte zum Thema ESP Home zusammengefasst habe. Also für alle, die ESP Home noch nicht kennen, ist diese Tutorial-Serie auf jeden Fall mal einen Blick wert. Nachdem wir jetzt also die Software auf unseren ESP geflasht haben, müssen wir den nur noch mit Strom versorgen, an der entsprechenden Stelle platzieren und er fängt sofort an, nach Bluetooth-Geräten zu tracken. Wir müssen ihn aber jetzt erstmal noch in Home Assistant integrieren. Das heißt, wir schauen noch einmal kurz ins Log von unserem ESP, suchen uns die IP-Adresse raus, gehen dann auf unser Home Assistant unter Einstellungen, Geräte und sagen hier neues Gerät hinzufügen. Wählen dann die Integration ESP Home aus und tragen jetzt dort die IP von unserem ESP32 ein. Wenn wir ein API-Passwort hinterlegt haben, werden wir dann aufgefordert, dieses noch eben einzugeben. Und danach ist unser ESP mit Home Assistant verbunden und wir haben Zugriff auf unseren Binärsensor und sind jetzt in der Lage zu erkennen, ist unser Smartphone gerade im Erfassungsbereich von unserem ESP oder eben nicht. Das heißt, in der Regel habe ich jetzt in meiner Wohnung, in meinem Haus, mehrere von solchen ESPs verteilt, über die ich dann in der Lage bin, zu erkennen, in welchem Zimmer halte ich mich gerade auf. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil dann habe ich sage jetzt einfach mal, 6 verschiedene Binärsensoren und immer einer davon im Idealfall ist gerade on und die anderen sind off. Damit ich jetzt aber nur noch einen Sensor habe, der mir dann eben sagt, in welchem Zimmer ich mich gerade befinde, habe ich noch einen kleinen Template-Sensor gebastelt. Und dieser, der überprüft eben alle Binärsensoren und entsprechend welcher dieser Binärsensoren gerade aktiv ist, gibt dieser Sensor mir gerade zurück, Handy XY befindet sich gerade in Raum A, B, C, wie auch immer. Diesen Template-Sensor findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Blende ich hier auch nochmal kurz ein, wie das Ganze aussehen könnte.
Ja, und ich glaube, viel mehr gibt es zu diesem Thema eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Wenn ihr aber natürlich doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assist, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Also, wenn euch diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!